Moin allerseits und herzlich willkommen bei Whisky Gold. Heute ein Klassiker. Glenfarclas 105 Cask Strength. Ich habe das Video schon mal gedreht. Das war eins meiner ersten Videos. Es ist schon 9 Jahre her, wo ich dann den verkostet hatte. Tja, mein Kumpel hatte die Flasche zu Hause stehen. Ich habe sie mir gegriffen und mache jetzt mal ein Video dazu. Ja, ich kann mich entsinnen, dass damals diese Abfüllung auf der Umverpackung ein Alter trug, und zwar 10 Jahre. Das Ganze ist dann verschwunden und jetzt habe ich so ein bisschen geforscht und geguckt und hier und da, denn er ist tatsächlich laut Umverpackung Nasswhisky, habe ich gehört, dass er wohl seine 8 Jahre haben soll. Ob das so ist oder nicht, ich will nichts Falsches erzählen, wie gesagt, ich habe es nur gelesen. Ja, ein Klassiker, der immer verfügbar ist. Er kostet so 45, 50 Euro, sowas um den Dreh. 60 Umdrehungen, kein Farbstoff, keine Kältefiltration. Glenfarclas immer noch Familienunternehmen im Besitz der Familie Grant. Ja, und wir sind in der Speyside in Schottland. Ich habe 2 Gläser genommen. Ich werde ihn einmal mit Wasser, einmal ohne Wasser probieren. Ist ja auch schon dolle, ne? 60 Umdrehungen. So, und letztendlich ist das, ja, der kommt immer mit punktgenau 60 Volumenprozent auf den Markt. Übrigens ist jetzt ein 16-Jähriger auf den Markt gekommen. 200 Euro oder sowas soll er, glaube ich, kosten. Auf 5000 Flaschen oder sowas limitiert. Ja, und benannt ist er nach diesem British Proof 105 Fassstärke, ja. Und zwar war das damals, da hat die Familie Fässer vermählt und die Fassstärke wurde quasi geboren. Der Vater 1968, George S. Grant, wollte einen Glenfarclas in Fassstärke abfüllen. So, und jetzt suchen sie halt immer besondere Fässer aus und vermehlen die miteinander, ohne Wasser hinzuzufügen, dass sie genau auf 60 Volumenprozente kommen. Ja, so sieht's aus. Also das wird da genau vermählt und dann, dass man genau 60 Umdrehungen hinbekommt, ohne dass man etwas hinzufügt. Wenn dem so ist, will ich das einfach mal so glauben. Ja, lang ist es her. Ich bin gespannt. So, das Kilhomen-Glas bekommt ein paar Tröpfchen Wasser. Dann gucken wir mal. Erstmal verrieche ich den verdünnten. Ja, übrigens Vollreifung in Sherryfässern. Ich denke mal, das werden hier wieder Oloroso Sherryfässer sein. Das geben sie hier nicht an. Aber ich gehe mal stark von aus. Tja, Sherry ist da. Süß. Das ist der Verdünnte im Alkohol. In der Nase merke ich jetzt nichts von starkem Alkohol. Ganz normal. Lässt sich wunderbar verriechen. So ein bisschen Zartbitterschokolade. So eine leichte, muffige Holznote. So ein bisschen, so. Altes Leder, ganz kleines bisschen. Rosinen. Geht gut. Mal gucken. Unverdünnt. Ja, verschlossener. Der Sherry-Einfluss bleibt zurück. Man merkt ein bisschen mehr den Alkohol, ist aber tatsächlich irrelevant. Ja, riecht schon so sehr, sehr süffig, so ohne viel Nuancen. Jetzt kommt er langsam. Ein bisschen Kakao kommt durch.
bis hinten. Aprikose, Nektarine. Kaffee wäre gut jetzt zum Neutralisieren, habe ich vergessen. Wieder mal. Mild. Ich würde sagen, los geht's. Lass mich den hier auf 50 haben. Kräftiger Antritt. Hat schon Bums. Ja. Die Süße ist da. Der Sherry-Einfluss ist da. Ist jetzt hier keine Sherry-Bombe, keine totale Überlagerung mit Sherry. Ganz adäquat, dezent. Und Vanille. Ein bisschen Pfirsich, Nektarine, auch auf der Zunge. Aber nicht viel. Geht gleich wieder weg. Holz bleibt. Die Oloroso-Süße würde ich das jetzt nennen. Ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und sage, das sind Oloroso-Sherry-Fässer. Schmeckt aber auch so PX sind einfach deutlich süßer. Ja. Ja, so ein bisschen Sherry-Einfluss. Ein paar kleine Aromen. Süffig, gut trinkbar. Total unaufgeregt. Ein bisschen Wasser, ich will nur einmal kurz neutralisieren. Zumindest ein bisschen. Ich habe nur 10 Minuten. Ich weiß noch, damals mochte ich ihn gerne. Ich habe ihn ein bisschen intensiver in Erinnerung. Die Nase kämpft. Ich versuche was zu kriegen. Ich probiere. Intensiv auf der Zunge, die Süße. Kommt deutlich mehr zum Vorschein. Belegt alles. Überraschend intensiv. Holzwürze, ein bisschen minimal der Alkohol hier zu spüren. Sherry-Einfluss ganz klar da. Sehr einfach gestrickt. Also ist einfach eine Süße, ein bisschen Sherry, ein bisschen Früchte, rote Traube, Pfirsich, Nektarine. Abgang ist länger, hält sich. Das ist so ein typischer Glenfarclas Whisky. Ne? Die sind ja immer so auf Oloroso Sherry. Ich mag Glenfarclas sehr gerne, das soll nichts heißen. Aber es ist halt immer relativ gleichbleibend. Ne? Da gibt es wenig Überraschungen. Ja, man nimmt jetzt eine Family Cask Serie. Gut, da hat man nochmal ein bisschen was Exklusiveres, nochmal ein bisschen mehr Individualität und ein bisschen doller intensiver alles, extremer. Aber so in dieser Core Range ist alles sehr ähnlich, vielleicht ein bisschen weicher, ein bisschen intensiver. Es steigern sich nur minimal. Ne? Und auch hier, es ist ein guter Whisky. Vor allem, ach, habe ich gar nicht erwähnt, das ist ja eine Literflasche. Ne? Eine Literflasche für 45-50 Euro. Hat man schon was zum Naschen, wenn man die jetzt auch noch verdünnt. Aber es ist halt, ja, ein junger Glenfarclas,
süffiger Glenfarclas. Ohne große Eckenkanten, ohne große Aha-Momente, ohne irgendein Schnickschnack. Gut trinkbar. Kann man sich durchaus zulegen. Es ist ein Whisky. Ich würde mir diese Flasche nicht nochmal irgendwann nachkaufen. Ist einfach so jetzt beim zweiten Probieren. Ich würde jetzt auch sagen, dass er vor 10 Jahren ein bisschen intensiver geschmeckt hat. Ja, und deutlich mehr Tiefe. Aber, ey, nach 10 Jahren und so viel probieren und man entwickelt sich weiter, kann man sich auch täuschen. Aber, ja, ich kann jetzt nichts Schlechtes sagen, aber er ist jetzt auch nicht, dass er mich sonderlich abholt. Würde ich mir nicht kaufen. Wer ihn noch nicht probiert hatte, ist hier wunderbar bedient. Wenn ihr ihn streckt noch ein bisschen mit Wasser, dann habt ihr 1,2 Liter oder so. Und dann hält er auch lange im Barfach. Gut. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.